Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jo, ich schaue mir gerade unsere Bestellungen an. Wir haben gar keine. Das trifft sich sehr gut, weil ich möchte nämlich etwas ausprobieren. Ja. Und zwar, nachdem wir ein bisschen was gesammelt haben, jetzt können wir uns die Dungeons aussuchen, wo wir hingehen sollen. Ich würde sagen, Speer haben wir noch nicht gebaut. Auch kein Langschwert, keinen Bogen. Also Stufe 1 jeweils, ne? Da fehlen schon noch einige Sachen. Ja, was können wir denn probieren? Sollen wir einen alten Dungeon nochmal aufsuchen? Aber ich glaube, steht hier 1000 Gold. Das ist in Wirklichkeit mindestens 1000 wert. Könnte ein Hinweis sein, ne? Egal. Oder das, womit wir am meisten Geld verdient haben. Wüste wäre trotzdem noch immer besser, weil da haben wir fast gar nichts. Entschuldigung, musste ich kurz husten. Nein, ich glaube, wir werden mal die Wüste weiter durchqueren und uns anklupschen, damit wir bald mal den Endboss dort besiegen können. Diesen Wüstenwächter, ne? Und damit wir, wie heißt jetzt eigentlich dieser Dungeon hier? Warte mal ganz kurz, Entschuldigung. Nein, warte, was? Ich will darüber, danke. Tech-Dungeon, ich hab's echt richtig geschrieben im Part. Im Partnamen, wow. Ich habe mich einfach nur dunkel dran erinnert. Tech-Dungeon, genau. Den möchten wir uns ja auch noch gerne anschauen. Und mir fällt auch gerade auf, wir sind ja stinkend reich. Ich sollte mal schauen, ob wir unser Gebäude nochmal hier ausbauen können, unser Haus. Shop. Ob das schon geht? Na, noch nicht. Da gibt es ja nochmal eine Stufe. Ich habe komplett vergessen nachzuschauen. Aber alles andere haben wir uns ja schon geleistet. Und was wird uns hier noch fehlen? Das Geld hätten wir ja. Das ist eh ein Schnäppchen für uns. Keine Ahnung. Was können wir denn sonst noch? Händlertechnisch haben wir auch schon alles. Brauchen wir sonst nichts mehr, ne? Da können wir wirklich anfangen. Das wird gehen. Haben wir den schon? Ich glaube nicht, ne? Wir haben den. Aber nicht den. Würde ich sagen, bauen wir den mal, oder? Wir haben so viel Geld, was sollen wir machen damit? Weil das Schwert haben wir schon, aber das geht halt natürlich noch nicht. Da fehlen uns die Zutaten. Bisschen wie in so einer Küche, ne? Weil wir können schon probieren, so einen Speer herzustellen. Für einen Eintrag, Händler und so. Ich würde sagen, den. Hoppala. Nein, ich habe mich verdrückt. Gut. Ich wollte sagen, den will ich herstellen. Den machen wir mal. Jo, bitte. Schaut aber cool aus, oder? Und der geht halt noch nicht, ist eh klar. So, haben wir den jetzt tatsächlich? Den haben wir auch da. Ich bin hin und her gerissen. Mehr Damage macht tatsächlich der Zweihänder. Er ist zwar langsamer, aber er macht, glaube ich, mehr Damage. Wurst! So, den legen wir wieder in unseren Behälter. Zu saufen haben wir genug mit. Ich will nur noch glubschen. Das war jetzt der schwächere Trank, ne? Ob wir zufällig noch einen stärkeren übrig hätten. Ah, boah. Na, boah, wir sind so arm hier, ne? Ich müsste echt mal sortieren anfangen. So, mal hier in dem Bereich nur den Wald klumpert und hier dann Wüste und dann Tech. Ihr wisst schon, was ich meine. Wow. Wir haben echt viel Zeug. Verstreut halt, ne? Also, ja. Kein Überblick, so muss ich sagen. Wir haben ein Portal tatsächlich. Da gehen wir auch gleich rein. Hutriwusch. Und machen gleich weiter. Was sind wir denn hier? Wüstendungeon, glaube ich, ne?
Passt. Zack, zack, zack. Oh, ich habe irgendwie... Jetzt passt wieder. Zack, zack. Zack. So, schön einsammeln. Und nochmal Booms, Kabooms, Kabooms. Nochmal Ketchup. Au. Feuer ist heiß. Ist das jetzt vom Lärm her besser? Ist immer noch zu laut wahrscheinlich, ne? Kann ich hier, gibt es hier drinnen noch Optionen, dass man das Spiel leise stellen kann? Ich glaube nicht, da müsste ich zum Hauptmenü wahrscheinlich, ne? Warte jetzt mal ganz kurz. Ich switch mal kurz auf den Desktop. Moment. Ich probiere da jetzt was. Es ist immer noch ein bisschen zu laut, ne? So. Weil das war ja ein Wunsch, Beschwerde will ich jetzt nicht sagen, ein Wunsch, dass ich das machen soll. Ich hoffe, das passt so. Probieren wir es mal. So. Ist besser. Die Dungeons sind nämlich besonders laut, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem der hier. Der schreit ja völlig danach, dass wir ihn entdecken. Jawohl, heilen brauchen wir dabei noch nicht. Obwohl ich schön aufs Goschen gekriegt habe, aber egal. Na, hallo? So, den machen wir schnell kaputt. Damit das nicht weiter abheizt. Zack, zack, zack. Und wusch. So muss das auch schon. Au, 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 au. Wir haben den erwischt, schade. Aber jetzt auch. So muss das ausschauen. Und du auch. Oder auch nicht. Aber jetzt. So, schön. Und was haben wir da für Schätze? Nach Hause teleportieren. Ein Wüstenstahlbahn, den hatten wir schon. Temomagnetmotor. Habe ich ja gesagt. Haben wir den schon? Hatten wir schon, oder? All diese Wirbelelemente lassen den Gegenstand magisch erscheinen. Ein Gerät, das Hitzeenergie in magische Wellen transformiert. Ich glaube, das hatte ich schon gelesen. Ne? Und das war Flüssigkeit. Ne? Zerstört Flucheffekt in diesem Bereich. Bei Rückkehr wird der Gegenstand in diese Richtung zerstört. Das behalten wir mal hier so. Den möchte ich noch nicht verschwenden. Den tun wir dahin. Und den tun wir sich jetzt aber auch dahin. Nicht, dass wir unabsichtlich jetzt diesen Effekt auslösen. So, war hier ein Glitzerdingens. Niemals. Gut, dann schauen wir weiter. Grüß euch. So, zack, 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 zack. Und ihr Gauner. Zack, zack, zack. Zack. Nichts erwischt. Nichts erwischt. Und zack, zack. Zack. Wer hat gesessen? Ah, da ist er. Zack, zack. So muss das ausschauen. Und die nächste goldene Truhe. Was haben wir denn da drin? Nach Hause teleportieren. Wieder einen Metall, also einen Wüstenstahlbahn. So, jetzt haben wir es. Wieder aufbewahren. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in dieser Richtung. Echt das? War das wieder sowas? Ja, das will ich aber nicht haben. Dann haben wir hier. Ach so, ich habe mich verlesen. Bei Rückkehr wird dieser Gegenstand zu diesem. Okay, das ist besser. Warte, das werden wir gleich so machen. Weil wenn wir dann 10 Stück von dem haben, können wir theoretisch und normalerweise gleich die beiden Gegenstände heimschicken. Und dann passt das nochmal. So. Da oben geht es schon zum Boss, glaube ich. Da gehen wir noch nicht hin. Zuerst gehen wir uns... Also brauchen wir nichts zum Heilen. Wir sind noch gerade so gesund. Aua, aua, aua. Wusch, wusch. Da ist nichts Interessantes sonst. Da gehen wir fort. Einmal heilen, bitte. So, und weiter geht's.
Da müssen wir hier rüber. Wow, Vorsicht, Lava. Der Boden ist Lava. So. Und hier dafür, zack. Nix erwischt. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Mal einsammeln inzwischen. Au. Jetzt hab ich die Lava vergessen. Schau. Das sind da Glühbümchen? Oder leuchtet die einfach so wohl? Ich glaube, das ist mir gar nicht aufgefallen. Zack, zack, zack. Und nochmal, zack, zack. Passt sehr gut. Was haben wir hier Schönes? Gegenstand geht kaputt, wenn zu viele Treffer erhältst. Ja. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Ich glaube, die beiden werden wir mal nach Hause schicken. Warte mal, den tun wir weg. Einfach um Platz zu kriegen. Dann muss ich hier Platz machen. Weiter habe ich nämlich einen Blödsinn gemacht. So, einmal so. Einmal so. Ich habe da jetzt einen echten Schwan gemacht. Warte mal. Das geht so nicht, ne? Bei Rückkehr. Ich habe Blödsinn gemacht. Entschuldigung. Gegenstand geht kaputt, wenn zu viele Treffer. Ich habe Blödsinn gemacht. Entschuldigung. Das war mein Fehler. So, warte kurz. Den schicken wir nach Hause. So, jetzt haben wir es gleich. Dann kann ich den stapeln. Jetzt wird's schon langsam. Nein, das tun wir dahin. Und du kommst nochmal hierhin. So, jetzt passt es. Entschuldigung, da ich mich gerade verdammt. Ich dachte, das klappt auch, aber nein. Das ist nur nach Hause schicken, mehr ist das nicht. Okay, das war jetzt mein Fehler. Wir müssen darüber. Oder besser gesagt, darunter. Runter, darüber ist wurscht. Gehen wir alles ab. Wir brauchen sowieso Zeugs. Dann haben wir noch Elegantest besiegt. Kann man nicht anders sagen. Muss man nicht so... Muss man sich selber machen. Das gerade so noch ab. Ja, Alter, stirb. Ja. Wow, ich werde jetzt fast eingegangen, nicht schoppern. Hui. So, war hier unten was? Nein. Da drüben geht's weiter. Boah, das war jetzt knapp. Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Ich schlau Fuchs. Wow. Komm her. Ja, genau so, das wollte ich haben. Also jetzt kriegen wir die Sachen nämlich nicht mehr zu hinten runterwurzeln. War hier was drin? Nein. Zack, zack, zack. So. Gut, ich glaube, da wäre was. Die Musik, ich mag sie. Sie ist laut, ja, da habt ihr recht. Aber bitte. Wir sind ja noch keine Senioren. Na, wir sind ja noch jung genug, dass wir laute Musik vertragen. So. Zack, zack, zack. Und das war's mit dir, du musst dich. Zack. Ups, eingesammelt, sehr gut. Zack, zack. Und zack. Au. Usch. Haben wir noch erwischt, sehr gut. Was willst du denn, du Kugel? Push, push, push. So, für uns. Einmal ein Trankerl. Ich werde, halt, so, das wollte ich machen. Zack, aua. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Autschi. Und gehst hin? Gehst hin? Jetzt auch. Gehst hin, genau. Wirst du hin, wollte ich sagen. Scheiße, ich brauche zu viel Leben. Zu viele Trankis. Das ist nicht gut. Boah, du nervst auch, du Kerl. Aui, aui, aui. Wie ein. So, puh. Das eitert schon in Arbeit aus, echt. Au, nein, nein, Feuer, 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 Feuer. Au. Wird hinfinden, ha? Das war jetzt überhaupt keine Meisterleistung, muss ich echt schon mal sagen. Das war übel. Gegenstand geht kaputt bei zu vielen Treffern.
Flucheffekt wird zerstört und nach Hause teleportiert. Wüstenstahlplatte. Ich sage immer Wüstenstahlpan. Aber das ist der Pan und da oben ist der Platte. Der Platte ist das. Gut, dann würde ich sagen, wir schicken mal die Platte heim. So, und tschüss. Flucheffekt, das nehmen wir mit. Das Seil wäre auch schön. Kann ich denn hier doch gar nichts stapeln da? Zerstört Flucheffekt. Doch, ich muss das hier so machen. Ich brauche den Platz. So. Gegenstand, wo war das? Bei Rückkehr wieder Gegenstand zu diesem. Zerstört einen Gegenstand in dieser Richtung. Das hilft mir gar nichts. Jo. Den einen Raum schauen wir noch. Das passt genau. Dann würde ich sagen, nehmen wir gleich mal unser großes Portali. Das da. Ja, bitte. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal weitersammeln. Und geben unserer lieben Assistentin und geben unserer Assistentin den Auftrag, auf unseren Laden zu achten, beziehungsweise unsere Sachen zu verkaufen. Wir haben keine Aufträge. Jetzt wollte ich nämlich auch probieren, ob sie in der Lage ist, Aufträge zu machen. Aber ich glaube nicht, ne? Ich habe das vergessen, ehrlich gesagt. So, wir müssen mal zuerst hierhin zu unserer goldenen Truhe. Ich brauche Tränke. Meine Güte. Vor allem, wenn wir den Bossraum angehen wollen. Ah, das wird noch übel, glaube ich. Trank Stufe 2. Hoch. Okay, wir sollten wieder Tränke verkaufen. Neutral. Die Knolle auch neutral. Das hier weiß man eigentlich nicht. Okay. Feuergelee. Ich möchte aber Tränke gerne machen, noch vorher. Das können wir mal mitgeben. Neutral. Hoch. Gehen wir auch mit. Auch hoch. Auch hoch. Das ist auch hoch. Neutral. Der ist auch hoch. Der ist neutral. Das wissen wir noch gar nicht. Den probieren wir gleich mal aus. Du bist neutral. Du bist hoch im Kurs. Du bist auch hoch im Kurs. Du bist neutral. Du wärst auch super. Neutral. Ja, ich glaube, das passt schon mal. So. Ich denke nämlich, dass wir aber schon... Ah, die Tränke wollte ich noch machen, genau. Ich denke, ich glaube, dass wir aber trotzdem... Servus. Oh, die Weihnachten sind vorbei, sehe ich gerade. Ich habe zu tun, komme in 3 Tagen wieder. Den Typen verpasse ich jedes Mal. 3 Tage. 3 Tage. Ich merke mir das auch nicht. Servus, ich brauche Tränke, bitte. Und zwar von denen einen Haufen und von dem einen Haufen. Wir werden zuerst von dem alles herstellen, was geht. 8 Stück. Ja, bitte. Und dann schauen wir mal, ob von dem... Na, da fehlt uns das Rote, ist ja klar. Dann können wir von dem nichts herstellen. Ich müsste mal zu einem älteren Dungeon gehen, zu einem Golem-Dungeon. Und rein das rote Zeug farmen. Dann können wir Tränke bauen, bis die Schwarte kracht. Jo. Egal. Wie bist du im Kurs? Hoch, ebenfalls. Ich würde nämlich gerne nochmal den Boss herausfordern, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, das möchte ich schon gerne tun. Und deshalb brauchen wir die Tränke dabei. Egal. Also das haben wir sehr selten. Das hatten wir schon. Da wissen wir nicht so recht, was wir verlangen sollen. Das scheint ziemlich wertvoll zu sein. Ich bin gleich mal wahnsinnig und verlange gleich mal 5000 dafür. Der ist mit 3000 auch zu wenig. Gehen wir auch 5000. Ich habe keine Ahnung. So. Da würde ich sagen,
Du bist eher noch was Seltenes und du? 500 ist, glaube ich. Oh, angemessen. Okay, machen wir mal. So. 2000 wissen wir nicht. Lassen wir halt. Dann hier. Ich möchte gerne mal unsere Assistentin ausprobieren. Und ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt da hier bleiben müssen. Normalerweise nicht. Hier möchte ich auch so probieren. Okay. Wie soll ich sagen? Weil wir dürften dann angeblich wieder in den Dungeon zurückkehren, während sie für uns das Tagesgeschäft macht. So, ich mache das absichtlich teurer, damit wir eben, wie gesagt, den dritten Preis schon herausbekommen, ne? Hey Will, wenn du eine Pause brauchst, kann ich deine Gegenstände verkaufen. Ich erhalte 30% des Gewinns und du kannst Dungeons besuchen. Ja, probieren wir es mal. Mei, sie bindet sich die Schürze um, das ist auch so es. Was ist das jetzt? Achso, was sie verkaufen soll. Ach so. Gut, dann probieren wir das jetzt mal. Halt, das wollte ich so jetzt nicht machen. Bis auf diesen einen teuren Gegenstand, den wir dort oben jetzt neu haben, werde ich jetzt einfach mal alles geben. Bis auf diesen Thermoblabla, ne? Das ist aber nicht schlecht. Das ist cool. Ich will da öffnen, bitte. Nein, öffnen. Mit Ö, mit A. So. Zack, 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 zack. Ich danke dir. So, das heißt, verlassen. Laden öffnen. Nein, ich will verlassen. Theoretisch müsste ich es jetzt nebenbei verkaufen. Und wir gehen wieder in den Dungeon zurück. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Voll cool. Bam, bam, bararam, bam, 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 bam. Weil so, wenn wir keine Aufträge haben, oder wahrscheinlich auch, wenn wir einen Auftrag haben, müssen wir einfach den Auftragsgegenstand reintun und dann macht die das wahrscheinlich für uns. Au. Ja, du lästiger Zopf. Zack. Passt. 30% Verlust machen wir dann. Ja, schau mal, was beim Strich rauskommt. Wow. Wusch. Zack. Hier wird nichts mehr drin sein, oder? Nein. Das heißt, wir könnten uns eigentlich jetzt durchkämpfen bis zum Boss. Zack. Komm doch. Alter. Den erwischt es auch nicht aus, ne? So, da stehen wir eigentlich ganz gut. Ich glaube, da kriegen wir keinen Damage. So. Zack, einsammeln. Zack. Weg da. Du bist lästig. Du lästiger Zopf. So. Ja, schieß mal. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Sehr fein. Zack, zack, zack. Okay, der brutzelt weg, das ist auch gut. Jetzt sind wir schon her mit den Sachen. Zack, zack, zack. Wusch. Zack. Zack, zack, zack. Ich mag unser Langschwertchen. Unser zweihänder Langschwert, sage ich schon. Zwei Hunde. Ich schieße halt 2 Meter, nichts Langschwert. Du Rollenspiel-Typi. Zack, zack. Zack, zack, zack. Jetzt muss ich schauen, die glitzert doch besonders. Ist der jetzt jedes Mal was drin? Nein. Wo muss ich eigentlich hin? Ich bin falsch gelaufen, gell? Zack, zack. Oder? Doch nicht? Ja, nein, vielleicht doch. Oh. Zack, zack, zack. Einmal heilen, zack, zack.
zack, zack, kommen wir hin. Das sollte ihm durchdrehen. Also andere Seite, dann wäre es besser gewesen. Ich bin ein Movement-Knüppel. Zack. Zack, zack. Schwuppdiwupp. Ui, das Seil wollte ich noch ergattern. Oh, nein! Jetzt bin ich wegen dem Sturz verreckt. Echt jetzt. Ach, komm. Es ist ja lächerlich. Ich bin jetzt wieder Stufe 1, ne? Ach, Hupfengatsch. Ja, das war klar, dass ich fehle. Ja, ist logisch. Ach komm, der war jetzt bitter. Ich hätte es nicht gedacht, dass der Sturz uns so umbringt. Na super. Na egal. Da muss der Boss halt nochmal warten. Das war, ja, das war richtig epic fail. Ich werde getroffen. Ja klar. Ist logisch. Na, wo holst du hin? Der ist halt rauschig. Was soll er machen? Warten. Aber jetzt. Nichts erwischt, super. Hallo, Olzi. So. Na, super gemacht, Zuki. Super. Dem ist ja nichts hinzuzufügen, ehrlich nicht. Besser kommt es ja gar nicht laufen, aua. Da, geh ein. Da drüben geht's schon weiter. Na, das machen wir jetzt nicht. Wenn wir schon verreckt sind, dann können wir auch ruhig alles und wieder, also alles absuchen und uns die Sachen holen. Da brauchen wir jetzt echt keinen Stress mehr haben. Ist eh schon, haben wir eh schon versagt. Au. Ich stehe da mittig, da kannst du mich doch nicht treffen. Boah, aufpassen. Ja, der muss hin sein, jawohl. Na, wo wolltest du hin? Der hat Schaden, schau mal. Ist schon gerecht sein. So. Was haben wir da Schönes drinnen? Flüssigkeitskondensator und Kaltklappe. So. Du geschertes Katapult, Viech. So. Zack, zack. War da unten was? Ich glaube nicht, ne? Nein. Passt. Das habe ich versammelt mit Sammel. Fertig. Ich gehe ein bisschen kompliziert, hoppala. So, wie immer halt. Ui, ein Bögelchen. Das ist super. So, komm her. Au. Der darf mich doch eigentlich gar nicht treffen. Der Sackelbicker erst. Komm her. So, jetzt haben wir dich. Na super, und hat nix. Ein armer Schlucker ist der Kerl. Da, den haben wir erledigt. Zack. Ist auch erledigt. Her mit die roten Chilis. Du bist auch gleich fertig. Fast. Dann fällst du noch du Clown. Zack. Jawohl. So hin. Na, gerade nicht. Zack. Aber jetzt. Zack und zack. Super. Jetzt können wir eigentlich diesen Giftbogen aufwerten und dann ordentlich Zaster probieren zu machen. So, zack, zack, zack. Oh, gib her das Zeug. Hier haben wir es geschafft. Sollte überprüfen, ob sie runtergeht. Nein. Und halt, cool wäre halt wieder, wenn es so eine Truhe gäbe, ne? Wo du unsere Sachen super krass nach Hause schicken konntest, ne? So. Dann hätten wir wieder leere Taschen und könnten den Taschen besser erkünden. Ah, er spuckt. Er spuckt.
Zack, zack, zack. Zack. Der hat nichts. Logisch. Das ist das, was du bekommst. Nix. Mehr du Sack, Pika. Zack. Jawohl, der ist gut gestorben. Der ist auch gut gestorben. Geht's da runter? Ja. Aha, da haben wir sowas. Okay, wie viel Platz? Gar kein Platz. Egal, wird schon passen. Also. Kommst du her? Und zack, zack, zack. Zack, zack. Der eine ist schon mal abgenippelt. Das ist hervorragend. Alter. Zack. Und du, Clown, du nervst auch. Sehr gut. Jetzt haben wir hier noch den da oben. Wusch, wusch. Das ging super. Das ging mal super. Den haben wir jetzt keinen Platz mehr, ne? Ist eh klar. Dann würde ich sagen, wusch, weg mit dir. Mit dir auch. Dann tun wir hier Platz tauschen und dann müsste das schon klappen. Sehr fein. Gut. Dann tun wir schnell die Ebene wechseln. Ups. Wow, jetzt bin ich fast in die Lava gehüpft. Zocki! Der Boden ist Lava. Hier waren wir hier drinnen. Ja, schon. Ne? Ja, passt. Ja, klar, von das sind wir auch gekommen. Ich hab. Was? Ich habe die Truhe nicht geöffnet. Ich bin betrunken. Was mache ich hier? Den Bogen muss ich auf jeden Fall da oben hin tun, falls ich wieder krepiere. Weil das kann. Oder, ich sehe gerade was. Das kann ich sehr gut. Na, das wollte ich so jetzt gerade nicht machen. So. So. Ich wollte den jetzt da. Genau. So rüber tun, haben wir einen Platz mehr. Platsch. Und auf geht's. Zur nächsten Ebene. Und dann. Hui, habe ich schon ein paar Überlänge. Aber das passt jetzt eh wunderprächtig, weil wir wollen jetzt eh den Dungeon verlassen. Schauen, was unsere Kollegin zusammengebracht hat. Also. Warte, bist du schwächer als wie der da? Giftbogen. Ah, ich habe noch gar nicht gelesen gehabt. Bogen der Natur. Die faserbasierten Ressourcen der Waldkultur fließen in diesem Bogen zusammen. Eine erstaunlich leichte Waffe. Und hier, vergiftet nach dem Einlegen eines Pfeils, wird dieser durch die vergiftete Bogensehne selbst mit Gift erfüllt. Vorsicht bei der Benutzung. Ich weiß schon, es sind beide gleich, ziemlich gleich stark. Ne? Der war einfach nur mit mehr Damage und der mit Zusatzeffekte. Den Bogen darf ich gar nicht verkaufen, ich Depp. Halleluja, den ich bald einen Blödsinn gemacht, den muss ich sogar aufwerten. Egal, wir hauen jetzt mal ab, beenden den Part und dann schaue ich gleich, ob ich den Bogen aufwerten kann. Zum Flammenbogen, glaube ich, war der nächste, ne? Wie gesagt, hole er mir genug. Und dann passt das schon. Jo. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann schauen wir gleich noch schnell zum Schmied. So, Herr Schmied, ich steck fest. Hallo. Ich hab da, glaube ich, einen Bogen gekriegt. Genau, den da. Und ich hätte gern den. Haut echt hin. Bogen der Natur ist... Ah, das ist der... Nein, das passt schon. Das war der Bogen der Natur, ne? Oder? Na, das ist der Bogen der Natur. Aha. Aha. Na, da machen wir zuerst den Flammenbogen, weil der macht mehr Damage plus hat einen Feuereffekt. Das ist mir lieber. Na, der hat weniger Damage. Ach, so war das, genau. Die oberen machen mehr Damage, dafür hat der halt Brand. Das heißt, er kriegt Zusatzdamage. Na, na, das passt schon so. Den machen wir mal. Ja, bitte. Für den haben wir natürlich nichts übrig. Da brauchen wir noch ein paar von diesen Thermodingens. Ist aber kein Problem, das kriegen wir hin. Dann können wir den oberen verkaufen. Den Soldatenbogen, genau.
cool. Na, das passt schon so. Mhm. Genau, so lassen wir das. Das freut mich. Dann tun wir den Bogen, nehme ich mal auf die Seite. Dann können wir noch einmal aufwerten. Aber da müsste was werden. Ah, hallo, gnädigste. Und? 70.000 haben wir gemacht. Das ist okay, oder? Ein Dieb hat sich, glaube ich, auch gefangen gehabt, ne? Ich glaube, das war okay. Aber ich mag das halt gern selber Handel machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe das schon. Deshalb möchte ich das gerne wieder selber machen. Das heißt, wir haben eh Zeit. Wir sammeln jetzt einfach mal wie die Ludeln. Ja? Vielleicht haben wir auch Glück und können... So, schwupp. Vielleicht haben wir auch Glück und können... was wollte ich sagen? Den Boss besiegen, glaube ich. So irgendwie. So, so leicht verhaspelt. So, und weiter geht's. Du hast derweil Urlaub. Ich danke dir fürs Helfen. So, sie schaut immer so unsicher. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Selbstverständlich kriegst du das hin. Brauchen wir noch mehr Tränke? Wäre ratsam, ne? Jetzt haben wir schon ordentlich was rausgehauen, ne, an Kohle. Naja, was soll's. Ah ja, verzaubern wäre auch ein Thema, ha? Ich gescheite Frau. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Das ist schon besser, ne? Den können wir derweil eh nicht verzaubern. Passt. Dann noch bitte Tränke. Einer geht. Ernsthaft. Mhm. Ja gut, machen wir halt. Die fehlt reichhaltige Gelee. Das rote. Bam, bam. Naja, besser als nichts, ne? Dann gehen wir wieder zurück in den Dutsch. Boah, ich wollte ein Part beenden. Meine Güte, ich bin so deppert. Na gut, ihr Lieben, er speichert gerade eh, das ist wunderprächtig. Also, ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Spiel hier schaut und das Video auch und das Spiel auch zockt. Was? Wie? Ach, vergesst es. auf jeden Fall, tschüssi.